Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es einen neuen spannenden Talk, vor allen Dingen ganz speziell zum Thema klassische Musik. Mein Name ist Florian Kresse und wir haben einen tollen Talkgast heute gewinnen können. Der sitzt in München. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Ich stelle auch gleich mal rüber nach München zu ihm. Wir haben heute Carsten Kümmel hier. Vielleicht zwei, drei Sätze noch zu ihm, für die, die ihn noch nicht kennen sollten. Also ist Tonmeister, ist aber auch eine Professur in Darmstadt, aber vielleicht erzählt er gleich selbst ein bisschen was dazu. Hat viele tolle Produktionen schon begleiten dürfen, vor allen Dingen, wie gesagt, im Bereich Klassik und da, was das Thema Live-Beschallung betrifft, Wolfgang Hans Zimmer, BBC Blue Planet, Planet Earth, das sind so die großen Produktionen oder auch Disney in Concert. Und ja, wenn ihr Fragen nachher noch habt zu dem Interview oder vielleicht technische Fragen, Fragen an Carsten, die könnt ihr gerne stellen in der Chatbox, gucken wir uns nachher an und wie gesagt, einfach zwischendrin reinschreiben. Aber ja, bevor zu viele Fragen da vielleicht noch sind, dann stellen wir erstmal rüber zum Carsten, beziehungsweise runter in den Süden. Hi Carsten. Hi Flo, grüß dich, Servus. Ja. Ja, Schön, dass schön, du dass ich hier eingeschaltet sein hast. darf. Ja. Ja. Jo, wo soll ich anfangen? Ja. Erzähl mal ein bisschen was zu Genau. dir. Also, wie gesagt, ich habe dich ja eben schon vorgestellt, aber vielleicht erzählst du mal, wo du so herkommst, wie das alles bei dir so entstanden ist. Man fällt ja nicht als Tonmeister, also gut, Meister ist ja was Tolles, aber man fällt ja nicht als Tonmeister vom Himmel. Wie ist das bei dir alles so Ja. passiert? Also, ja klar. Also erstmal, du kannst mich auch gerne Tonkutscher nennen, das passt auch. Okay. Also ja, anfangs mein Werdegang. Der war anfangs eigentlich wie bei fast allen Kollegen auch. Das heißt, Kisten schleppen beim kleinen Verleiher und dort mitfahren, dann die Motorradclubs, Top 40 Bands abfrühstücken und da halt einfach lernen. Das war bei mir ganz genauso. Bei mir war dann irgendwann ein Wendepunkt, also das war so Anfang 90er. Und dann stand ich davor, Medizin zu studieren. Und habe da auch das erste Semester halb belegt und das war überhaupt nicht meins. Gleichzeitig waren wir damals mit einer Band im Studio und ich habe gemerkt, das ist das Ding, wofür ich brenne. Und ja, mein Vater war davon nicht selber Arzt, alles andere als begeistert, dass der Bub Musik machen will. Und ich musste ihm versprechen, dass ich aber studieren werde. Oh, mein Vater war da ein bisschen autoritärer drauf. Und so habe ich mich halt für die Aufnahmeprüfung damals für die Toningenieure in Düsseldorf als auch für die Tonmeister in Berlin und in Detmold beworben. Hatte auch schon seit 3 Jahren eine klassische Ausbildung in Klavier. Also Klavier habe ich schon viel früher gespielt, aber da war ich dann richtig am Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt damals. Bin in Gießen aufgewachsen und habe da das klassische Klavierspielen gelernt, was halt damals oder auch immer noch sehr, sehr wichtig ist für diese Studiengänge. Und ja, bin in Düsseldorf, Berlin durchgefallen und in Detmold, da wo es nochmal schwieriger wurde, wurde ich genommen. Ja. Ja. Hatte 3 Jahre Wartezeit auf meinen Studiengang. Okay. Und habe ihn dann 97 angetreten und da halt, ja, klar angefangen, Tonmeister zu studieren. Und gleichzeitig ging aber live bei mir immer weiter. Und auch gleichzeitig in meinem allerersten Semester kam der Anruf: Hey, hast du nicht Lust, Costa Cordalis zu mischen? Und das war so bei mir der Einstieg, wo ich sage: Da habe ich angefangen, dann doch auch wirklich Geld damit zu verdienen. Und das ging dann weiter, 99, da kam meine erste große Tournee mit DJ Bobo damals. Und das ging halt einfach immer so weiter. Und dann 2002 mein Studium beendet. Zwischendrin, da habe ich einmal ein Jahr lang alle Live-Jobs abgesagt, weil es einfach zu viel wurde und ich Gefahr lief, dass ich mein Studium am Ende nicht beende. Ja. Und was eigentlich im Anfang erst mich sehr viel Geld gekostet hat, dann aber sehr viele neue Kontakte. Also ich kam aus einer Schublade raus und konnte dann bei anderen Auftraggebern in eine andere Schublade quasi einsteigen. Ja, und dann wurde immer, ich hatte immer sehr, sehr viel Glück, dass ich immer, fast immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also da muss ich sagen, war ich ein Glückskind. Ne? Und habe dann sehr früh angefangen mit Orchesterbeschallung. Das war schon Anfang der 2000er. Ja. Das wurde von Jahr zu Jahr konstant immer mehr. Und dann gab es so ein paar Meilensteine, eben wie die Robin Gibb-Tourneen. Ich durfte 8 Jahre lang Robin Gibb betreuen. Das kam auch durch ein Orchester, weil
Er war 17 Jahre nicht auf Tour und also solo nicht auf Tour. Mit Bee Gees war er schon noch Ende der 90er unterwegs. Und das war auch mit Orchester und Crossover-Produktion. Und so kam das halt zu mir. Und dann durfte ich 8 Jahre, bis er leider viel zu früh 2012 gestorben ist, durfte ich ihn mischen. Super, klasse. Ja. Genau. Dann wurden immer mehr, da habe ich Turn- und Taxis, Schlossfestspiele sehr früh betreut. Seit 2004 mache ich die. Und ja, bis heute. Ne, und da auch sehr viel Orchesterproduktion, sehr viele Opernproduktionen. Und kam eins zum anderen. Und seit 2015 BBC, die Live-in-Concert-Produktion von Planet Earth, Blue Planet, Planet Earth 2, Blue Planet 2, Frozen Planet, was es da alles gibt. Dann habe ich jetzt 18 und 2018, 2019 durfte ich auch ein Highlight, die World of Hans Zimmer, betreuen. Meine Zusammenarbeit mit Dieter Falk auch schon seit weit über 10 Jahren. Das macht richtig Spaß. Ja, mit, weil wir ziehen da echt am selben Strang. Diese großen Musicals mit bis zu 4000 Mann im Chor und ja, also. Klasse. Schöne Sache. Und die Professur. Der Kreis schließt sich wieder mit. Jetzt bist du selbst irgendwie an der Hochschule und gibst dein Wissen weiter und bist da auch unterwegs und tätig. Genau, ich hab mir schon immer auch geguckt, dass ich, also Unterrichten macht mir Spaß. Und gleichzeitig war es mir aber auch bewusst, so ein zweites Standbein wäre nicht doof. Und ich habe schon hier seit 2003, seitdem ich in München bin, angefangen zu unterrichten. Und dann erst so an Privatschulen, dann habe ich mal einen Lehrauftrag an staatlichen Hochschulen bekommen und seit 2014 habe ich eine Professur für Public Address and Live Recording, so heißt meine Widmung, an der Hochschule in Darmstadt im Studiengang Sound and Music Production. Und ja, vielleicht tierisch Spaß und super. Ja. Nee, ist auch klasse. Ich durfte ja auch schon mal da sein. Wir haben ja schon mal einen kleinen Workshop da gemacht. Genau. Das war echt richtig. Super mit deinen Studenten. Das war super. Ja, genau. Schön. Ja, vielleicht gibt es heute auch ein bisschen Unterricht oder vielleicht, genau. Ja. Kann ich auch noch was lernen, beziehungsweise vielleicht können wir euch da draußen auch ein bisschen was erzählen und ein paar neue Themen oder ein paar neue Tipps und Tricks vielleicht auch nochmal vermitteln. Lass uns mal ein bisschen über DPA beziehungsweise über deine Produktion sprechen. Ich glaube, wir haben zwei Bilder da. Wir haben den Kollegen, mein Kollege in Colorado, der das Ganze mit betreut. I think we have two pictures from productions, World of Hans Zimmer and Blue Planet. Or Planet Earth, I guess, is the correct picture. Einfach mal, dass wir zwei, drei Bilder haben, dass wir mal sehen, wie das so aussieht. Ja. Spannende Produktion. Genau, ja. Also da ist auch das Spannende. Also das sind diese Crossover-Produktionen, also in den großen Arenen. Da ist viele 4099er vor allem im Einsatz, in den ganzen Streichern. Und das ist so ein bisschen auch, kommen wir nachher auch nochmal drauf zu, da kann ich nachher auch nochmal was erzählen. Aber der Unterschied zwischen, was ist reine Klassik, wo geht's in die Crossover, wo geht's in die Musicals, ne? Und da hast du auch unterschiedliche Herangehensweisen in der Mikrofonierung. Bei den Produktionen war vor allem das Spannende, das kam durch Planet Earth damals, dass die PA 9 Meter hinter der Bühnenkante ist, also 9 Meter Upstage, also hinter dem Orchester. Und, das ist eine Herausforderung, ja. Richtig, genau. Und da war auch, das haben wir vor 5 Jahren zum ersten Mal gemacht. Und unter anderem deswegen haben wir auch den Job bekommen, weil wer ist so verrückt und stellt eine PA hinter 100 offene Mikrofone? Ja. Und da war dann, ja, das, also der Grund dafür ist, dass wir natürlich bei Planet Erde, da ist das Video ist der Star. Und das heißt, je mehr die PA weiter hinten ist, umso mehr Leute haben Einsicht auf die Bühne, umso mehr Tickets können wir verkaufen. Und das war die Idee. Und da hieß es, hey, können wir das machen? Und da waren sehr viele andere Firmen, die im Angebot waren, Anna, lass mal. Und haben gesagt, nö, wir machen das auf alle Fälle. Aber ich habe eine Bedingung, das Array muss 8 Meter lang sein. Und dann klappt das ganz auch. Ein bisschen Physik einfach, aber das geht. Ja, ja, spannend. Und, genau, und deswegen, da ist halt, da waren wir mit den 4099ern dran, haben wir dann natürlich auch dann logischerweise nah ans Instrument dran gehen. Logisch, mal. Crossover heißt, genau, einfach, dass du eine Band dabei hast, das ist der große Unterschied wahrscheinlich, wenn wir jetzt über Klassik heute sprechen, ob du in Anführungsstrichen nur ein Orchester betreust, also eine reine klassische Abnahme hast oder ob da einfach noch eine Band, Schlagzeug etc. dabei ist. Richtig? Genau, korrekt, richtig. Also es ist auch so von der Klangcharakteristik her so, in welche Richtung soll es gehen? Zum Beispiel, das ist auch so,
bisschen mein Unterschied, das war bei Hans Zimmer sehr extrem. Ne? Wenn wir da Sachen hatten wie Da Vinci Code oder Spirit, die Filmmusik, die sehr orchestral angelegt ist, gerade Spirit, so typisch amerikanische Streicher oder Orchesterarrangements, groß klingend. Dann aber auch Titel wie Rush, einfach die, sorry for my English, auf die Fresse sind, ne, die wirklich einfach nach vorne gehen und laut sind. Ja. Das heißt, wir haben zwei Faktoren. Wir haben einmal die Klangcharakteristik, die sich ändern muss, und zwar von einem Stück aufs andere. Und wir haben aber auch Lautstärkenunterschiede, massive. Und da ist es so, dass man dann die Klangcharakteristik ist jetzt bei Rush, einfach der Klang von so einem 4099, ich das viel besser in der Hand habe, wenn die Streicher wirklich im Tutti mit hinten einer lauten Band im Orchester ihre Staccati machen. Mhm. Wäre oder bei jetzt bei den rein orchestralen Sachen, wo ich dann lieber mit irgendwie 4011ern oder sowas, Overheads arbeite, um das Blending, das Verschmelzen der Stimmen haben möchte. Ne? Also das ist völlig unterschiedliche Klangcharakteristiken und dann auch noch, also das wäre jetzt in der Filmmusik sehr, sehr typisch, dann aber auch hinsichtlich zur Klassik ist, da erkläre ich es gerne an Beispielen von Percussion. Bei Klassik, beim Beethoven oder lass auch irgendwie gerne ein Stravinsky oder sowas sein, da bist du weiter entfernt von den Mikrofonen. Du sammelst größere Plätze an Percussion ein. Bei der Filmmusik, bei Hans Zimmer, mikrofonierst du jedes Einzel. Um einfach da, das ist die Percussion, ist für mich der riesengroße Unterschied zwischen Filmmusik und klassischer Musik in der Arbeitsweise. Okay. Ja, ja. Genau. Ja. Ich glaube, wir haben ja auch, wir haben so ein Top-View einfach mal von einem Orchester, dass wir uns mal können und da ein bisschen drüber sprechen, was du für Gruppen machst, wie du das aufbaust, vielleicht ein bisschen mehr so ins Detail gehen, wie das Orchester aufgebaut ist. Ja, sehr gerne. Klassisch gibt es da. Jared, I think we have that top view from the orchestra, please. Okay. Ja, wunderbar. Da sehen wir super den Aufbau des Orchesters. Also die Streicher bei mir in der Filmmusik halt 4099, jedes einzeln. Ja, und auch da irgendwie, wie es gemacht wird mit Aufsummieren und so weiter. Nee, das ist so, da habe ich das große Glück, dass ich die Produktion habe, wo ich einfach dir so eine Kanalanzahl auch verwalten darf und kann. Wie viele Kanäle hast du da? Weißt du das so grob noch aus dem Kopf? Boah, das war die allererste Hans-Zimmer-Tournee, hatten wir 190 Kanäle von der Bühne. Sowas. Wow. Ne? Also das war halt so mit mein Maximum bei Planet Erde sind wir mit 120 unterwegs, Disney auch um die 120. So 120 ist eine sehr typische Größenordnung. Ja. Man mag sich glauben, aber trotzdem bin ich ein Freund von weniger ist mehr. Genau, also die Streicher, die kriegen da alle erstmal ihre 4099er, jetzt bei der Filmmusik, bei reiner Klassik, nein, ne, da möchte ich den Klang von weiter entfernt haben. Den möchte ich aber auch bei den Filmmusiken, bei den Musicals auch haben. Das heißt, ich mikrofoniere doppelt. Ja, ich mache über den Streichern, wenn wir jetzt links sehen, die ersten Geigen, da mache ich immer für vier erste Geigen ein Mikrofon. Ja. Das gehe ich so alle Gruppen immer weiter, dass sie alle abgedeckt sind. Und dann hinten in den Holzbläsern, da habe ich immer zwei Holzbläser, ein Mikrofon. Drei Holzbläser, zwei Mikrofone. Es kommt immer in die Mitte. Also ich habe da ziemlich viel herum im testen dürfen und nun, es gibt einmal die eine 3:1 Regel für Mikrofone, die ja eigentlich hauptsächlich für Kugeln gilt, aber was besagt die? Die besagt, dass zwei Mikrofone zueinander den dreifachen Abstand haben sollen als zur Schallquelle. Sonst kriegst du halt einfach keinen Filter. Ja. Da ist es, also ich gewinne mehr, wenn ich für drei Spieler zwei Mikrofone benutze oder für zwei eben eins, als wenn ich jedem eines hinstelle. Weil einfach dann habe ich viel zu viel Crosstalk. Ein gesunder Bereich an Crosstalk ist super. Wenn es aber zu laut wird, dann halt eben nicht mehr. Ich glaube, das kennt man ja insgesamt. Genau. Und es funktioniert wahrscheinlich ja auch nur halbwegs vernünftig, wenn du, ich sag mal, wenn du deine Tools kennst, deine Toolbox kennst, wenn du deine Mikrofone kennst, wenn die On-Axis und Off-Axis möglichst linear sind und wenn du, ich sag mal, da als wirklich das, weil du sagst jetzt Kampffilter-Effekte etc., wenn du einfach auch vernünftige Mikrofone hast, mit denen du das machst.
Absolut. Also On-Axis, Off-Axis, das ist für mich eins der größten Entscheidungskriterien für die Qualität eines Mikrofons. Und wie ich gerade erklärt habe, ein Mikrofon über vier Streichern, ein Mikrofon für zwei Flöten oder Klarinetten. Das heißt, das Mikrofon zeigt niemals mit 0 Grad auf die Schallquelle. Mhm. Das heißt, die Schallquellen spielen alle von der Seite. Und auch in meiner Erfahrung ist das so, die ganzen Frequency Responses, die man einfach sieht, jetzt wenn man irgendwo halt sein Mikrofon kauft, 0 Grad können sie alle. Also das ist, darauf kann man ein Mikrofon optimieren. Aber die Spreu trennt sich vom Weizen, sobald der Sound von der Seite kommt. Ne? Und ich kann mir ja mal da auch kurz ein Polardiagramm zeigen. Ja. Oder? Jared, could you please show the polar pattern of 4011? Ja. Ja, wunderbar. Danke dir. Und hier sieht man ja wunderbar, wie gleichmäßig das Mikrofon hier, das 4011er, von der Seite einfach ist. Ne? Und das ist ja das, was ich will. Ich will einfach, dass ich keine Verfälschung habe, sobald ich seitlich eine Einsprechrichtung habe. Ja. Ja? Und viele können das leider nicht. Ne? Ja. Und wie gesagt, für mich eins wirklich der Hauptentscheidungskriterien für die, ob ich ein Mikrofon da nutze oder nicht. Klasse. Willst du mal zeigen so ein bisschen, wie du die 4011 einsetzt? Du hast, glaube ich, wolltest ein bisschen was aufmalen. Ja, dann teile ich mal den Bildschirm. Gerne. Ja. Ja, ein kleines Beispiel, wie ich das meine mit den vier Geigen. Ja. Und so, ich muss hier erstmal das eine Bild kleiner machen und nach oben schieben. Entschuldigung, dauert ein bisschen. Das Bildschirm teilen. Und das ist das da. Gut. So. Okay. Ja. Gut. Gut. Also zeichne ich mal ein bisschen was. Zeichnen wir mal vorne so eine Seitenansicht, wie das Publikum auf die Streicher hockt. Also, wer schaut? Das heißt, wir haben ja hier einfach den Dirigenten. Nehmen wir auch seinen Stab in die Hand. So, dann haben wir hier ein Notenpult von dem ersten Geigen. Also, das ist jetzt hier Notenpult und wir haben hier eben den ersten Geiger hocken. Sein Partner, sein Pultnachbar ist direkt neben ihm. Das kann ich jetzt leider nicht sagen, aber das haben wir ja gerade eben in dem Bild vorher gezeigt, wie die nebeneinander hocken. Und direkt dahinter ist dann logischerweise dann das zweite Pult, auch die erste Geige, auch wieder mit Geigen. Das heißt, hier zwei, da zwei, das sind vier Streicher. Und jetzt hier ein Trick, den ich mache. Ich habe hier oben drüber die Niere. Ich lasse diese Niere aber nicht auf das erste Pult zeigen. Ne? Und das sieht man ja häufig, dass hier pultweise mikrofoniert wird. Ja. Jetzt ist es so, dass in der Klassik eine Geige locker einen Meter Abstand benötigt. Und jetzt nutze ich mir den Effekt aus, dass dieser Abstand doppelt so groß ist wie dieser Abstand. Der wäre A, der wäre 2A, also 2 Meter, 1 Meter zum Beispiel. Ja. So, jetzt ist es so, eine Niere. Niere besteht ja zu 50% aus Druckempfänger und 50% Druckgradientenempfänger. Du unterbrichst mich, wenn ich zu nerdig werde. Ja, alles gut. Aber weiter. Und das heißt, so eine Niere ist ja eigentlich eine Kugel in Kombination mit einer 8. Mhm. So. Das heißt, die hier spielen in der Seite rein. Die 8 fällt komplett weg, weil das ist der tote Punkt von der 8. Da bleibt nur die Kugel übrig. Mhm. Diese Instrumente spielen sowohl in 8 als auch in die Kugel hinein, also in die Niere, in die 0 Grad. Das heißt, die hier sind 6 dB leiser von der Einsprechrichtung. Sie sind aber 6 dB lauter, weil sie die Hälfte an Abstand haben. Mhm. Das heißt, ich kriege 1, 2, 3, 4 Spieler mit dem gleichen Pegel auf ein einziges Mikrofon. Ja. Was für ein Vorteil ist das, außer dass ich die Kanalanzahl reduziere? Es ist ein klanglicher Vorteil. Es hat nichts mit Gemütlichkeit zu tun. Aber vier Streicher auf ein Mikrofon greifen viel besser klanglich ineinander als zwei mit zwei Mikrofonen. Ich kriege, und das ist ja das, was ich haben will. Ich möchte ja nicht einzelne Streicher, sondern ich möchte einen Streichergruppenklang. Ja. Den erreiche ich so viel, viel besser.
Ja, absolut. Vielleicht, klar, und da muss man natürlich sich auch ja, oder generell sollte man, ich sag mal, seine Tools kennen, also seine Mikrofone, seine Toolbox, aber auch die Referenz kennen. Was hat das Mikrofon für einen Abnahmepunkt? Ich sag mal, Polar Pattern oder wir gucken uns vielleicht gleich mal eine Frequency Response an. Aber natürlich auch, wie du schon sagst, das Instrument. Soll man muss und sollte man natürlich genauso kennen und wissen, wo hat die richtige Abnahme, wo entfaltet es den besten Klang. Ich sag mal, als die klassische Musik ja mal konzipiert und geschrieben wurde, war nichts mit Abnahme. Keiner steckt erstmal seinen Kopf irgendwie in Piano, um zu hören, wie es da klingt. Das ist natürlich wichtig, zu Richtig, wissen. genau. Wo klingt Ja. es und wie klingt es? Ja, in der Tat sehr, sehr wichtig. Also völlig egal, ob man jetzt hier dann in der Klassik unterwegs ist oder im Rock-Pop. Also Musik wird vor dem Mikrofon gemacht. Ja, Ja, genau. und das heißt, du musst auch über die Musikinstrumente Bescheid wissen. Und du musst auch Bescheid wissen, ja, darüber, wie man mit Musikern umgeht. Und zum Beispiel bei Streichern, eben genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Eine Geige, sie braucht halt einfach einen Meter, um sie so klingen zu lassen, wie eine Geige nun mal klingt in einem Meter Abstand. Ne? Ja. Also, und da die 4090er, die sind super. Das ist ein ganz großer Wurf, weil du einfach da nicht an den EQ dran gehen musst bei diesem Mikrofon. Na, aber es ist unmöglich, die gesamte Geige damit anzufangen. Es ist die Ja. beste Wahl, wenn du Close-Up machen musst. Aber auch in anderen Sachen, das ganze Abstrahlverhalten von den Instrumenten, sei es auch Klarinette oder Trompete, wie verhalten die sich die alle? Na, und das ist ganz, ganz wichtig. Und da die Werkzeuge zu kennen, ist mein Screen ist der noch geshared? Ich glaube, wir Halt. können. Wir haben aber auch Bilder von der Violine. Also entweder du zeigst noch was da, wenn nicht, haben wir auch das Thema Violine und Klarinette noch mal da. Aber gerade Klarinette ist ja sowas. Oder ich sag mal, bei vielen, ob Ja. jetzt Blechblas- oder Holzblasinstrumenten, sieht man ja manchmal Dinge, wo man sagt, das könnte man ein bisschen anders machen. Willst du noch hier was zeigen? Wenn nicht, zeigen wir noch zwei, Lass drei mich Bilder. hier eine Sache noch Okay. mal zeigen, weil das ist jetzt zum Beispiel für die ersten Geigen und das ist auch Know Your Tools. Also hier, das ist meine Mikrofonierung, erste Geigen. Interessant wird es aber, wenn es zu den Bratschen kommt. Wenn ihr vorhin gesehen habt, die Bratschen, die hocken vom Dirigenten aus gesehen so schräg rechts von ihm. Und dahinter ist fast immer das Blech. So, und die sind naturgemäß deutlich lauter als die Bratschen. Und da gibt es auch einen kleinen Trick, den ich mache. Nehmen wir jetzt mal an, das sind hier, ich lösche das mal kurz weg. So, das sind jetzt Bratschen. Der Dirigent hockt auch nicht mehr da. Nehmen wir ihn auch weg. Ja, manchmal eh schöner. So, jetzt haben wir hier die Trompeten. So. So, und die dröhnen natürlich genau in diesen Bereich hinein. Und wenn ich jetzt hier genauso meine Mikrofone mache, habe ich die Trompete sehr, sehr stark da drin. Auch wenn sie noch weiter weg ist. Aber eine Trompete hat den geringsten Hallradius. Die schießt 8 Kilohertz, aber wie ein Buttermesser nach vorne. So, und da, wenn ich jetzt auf eine andere Charakteristik gehe, das ist mein Trick. Das, was von vorne nach hinten funktioniert, funktioniert aber auch von hinten nach vorne. Ja, und jetzt nehme ich zum Beispiel, nehmen wir hier mal einen 4018er. 4080er ist die Superniere. Genau. Die positioniere ich auch genauso hier drüber. Ja, ich habe jetzt schlecht gezeichnet. Zeigt in diese Richtung. Die spielen von der Seite. Jetzt Achtung, jetzt sind das 9 dB circa Unterschied, nicht mehr 6 dB bei einer Superniere. Und die Trompete, ist ein bisschen schlecht gezeichnet, Ja, aber es ist Entschuldigung. noch weiter weg, klar. Und Ja, die spielt mehr in den toten Punkt, ja. der bei einer Superniere bei 125 Grad liegt. Ja. Ja, und somit eliminiere ich das Übersprechen der Trompete nur durch die Aufstellung, nur durch die Wahl der Charakteristik. Know Absolut. your tools. Ja, und natürlich, ich glaube, wir haben jetzt zwar 14, 18, 40, 18, aber 40, 11 haben wir da. Können wir uns nochmal den Frequency Response angucken, weil dieses Thema ist, das ist ja wirklich nicht nur, wie du schon sagst, auf 0 Grad, das kann jeder, aber das, Jared, I think we have the picture, the Frequency Response from the 4011. Das ist ja wirklich auch in anderen, ich sag mal, die 0 Grad-Achse ist das eine Thema, aber 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad, und wenn wir uns das angucken, ist ja bis 90 Grad wirklich super akkurat. Ja. Wo wir auch ja sehr stolz drauf sind, klar, ist ja auch, sag mal, unsere, naja, ist ja unsere Herkunft so mit Brüllung hier und das ist ja das Thema Messmikrofonie und funktioniert natürlich top an der Stelle. Ja,
Absolut. Ne? Auch Kugeln. Also 4011 als Niere, 4006 als Kugel. Ja. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen verliere. Bring mich zurück auf die Spur. Kein Problem. Super. Hauptmikrofonie. Ja. Sollen wir über 4099 kurz ein bisschen sprechen? Immer sehr, sehr gerne. Ein paar Lieblinge. Sicher. Okay. Ja. Dann können wir haben ja zwei Bilder von dir auch. We have the pictures of the 4099 with the violin and the cello. Das müsste eigentlich sowas sein, wie, glaube ich, auch hast du gesagt, entweder Hans Zimmer oder... Das war von Blue Planet. Von Blue Planet, okay. Das war Blue Planet, ja. Genau, mit den Prager Sinfonikern. Auch ist immer Spaß mit denen. Ja, also was wir hier sehen, ist einfach, wie das 4090er dran am Instrument befestigt wird. Da erstmal der Riesenvorteil ist, lass uns erstmal über die Halterung sprechen. Ja. Eine Halterung, wenn es gibt halt Instrumente, so eine Geige, auch nachher noch ein Beispiel, die werden richtig teuer. Ja. Und natürlich ist es auch ein sehr filigranes Instrument. Und wenn du da mit Schraubzwingen dran gehst, das will natürlich keiner. Ja. Und das heißt hier einfach die Qualität der Halterung, dass Musikern die Ängste genommen werden, dass das Instrument, dass die Halterung das Instrument beschädigt. Also hier einfach super gelöst. Dann auch ein paar Sachen, an die man einfach denken muss, ja, ist der Schwanhals von den 4099ern. Das ist das Wunderbare. Das Zubehör ist nicht fest verbunden mit dem Schwanenhals des Mikrofons. Und bei einem Cello brauchst du einen größeren Schwanenhals, einen längeren, als bei einer Geige. Und du kannst einfach das im Zubehör einfach weiter tiefer reinstecken. Ne? Weil dann, überleg, die Geige ist ja auf der linken Seite und der Geiger, der auf der rechten Seite am Pult hockt, der muss auf die Noten schauen können. Ja. Und dann machst du das einfach niedriger und dann kann er auch, ist er in der Sicht nicht behindert und kann auf die Geigen draufschauen. Das ist manchmal, sobald der Schwanhals ganz ausgezogen wird, ist das ein bisschen schwierig. Ne? Also damit kann man wunderbar spielen, das ist super. Die Musiker können es selbstständig ans Instrument festmachen. Das habe ich auch schon oft gehört, dass die Musiker das wirklich auch selbst so ein bisschen feiern, weil gerade, wie du schon sagst, so ein Instrument ist ja doch zum Teil sehr, 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 sehr teuer. Und dass viele da sehr dankbar sind, dass es rückstandsfrei zu entfernen ist und dass es den Schall nicht beeinträchtigt etc. Und dass sie das zum Teil wirklich auch selbst bedienen. Oder wenn du ein großes Orchester hast, sie einfach das selbst dran machen und damit auch glücklich sind. Ja, absolut, ein wichtiger Punkt. Auch das eben beeinträchtigen den Schall nicht. Warum beeinträchtigst du den Schall nicht? Weil es nicht auf der Decke hockt. Genau. Ja, und Decken und auf dem Boden. Da nicht. Es ist wirklich nur am Rand befestigt. Okay. Und auch bei 40 Instrumenten, bei meinen ganzen Orchesternummern auf Tournee, da werden die Musiker derart antrainiert. Die kriegen alle Tücher, wo sie eine kleine Tasche an der Seite haben. Da tun die das Mikrofon rein. Das machen die alles komplett selbstständig. Ne? Weil sonst ist ja mit 40 Mikrofone, wie viele Techniker wollen wir denn dabei haben? Ja, logisch. Bezahlt werden müssen. Okay. Ja? Wir haben glaube ich, noch ein Bild von der Klarinette. Jared, the picture with the clarinet, please. Das ist noch eine Geschichte. Man kennt ja oft, kennt man auch ähnlich beim Saxophon oder bei anderen, dass man sagt, das ist jetzt hier das Schallloch in Anführungsstrichen, da kommt der Schall raus, dann machen wir da das Mikrofon hin oder auch so auf dem Stativ steht irgendwie und dann wird da reingetrötet. Das ist ja auch nicht ganz so Sinn und Zweck der Sache oder zumindest das Instrument ist ein bisschen anders designt. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen vielleicht? Beim Schallloch kommt nur ein einziger Ton raus und das ist, wenn alle Klappen zu sind. Ja. Ja, und der ist dann aber richtig laut, wenn man da das Mikrofon hat. Oh, typischer Fehler auch beim Saxophon, dass man was Saxophonisten selber zum Teil immer verkehrt machen, Mikrofon in den Trichter rein. Nee. Über den Trichter hinüber zeigen lassen, auf das Instrument. Ne? Und dann ist nämlich der Trichter im -6 dB-Bereich und alles ist wieder gut. Nein, das ist so eine Klarinette, wie wir sie jetzt hier haben. Was hier sehr, sehr clever ist, es kommt auch ein Nahbesprechungseffekt dazu. Ne? Mhm. Hier 4099 sind auf 20 cm optimiert mit dem Nahbesprechungseffekt. Mhm. Den haben wir unten, da wo es hängt, nicht. Ja. Ja? Dafür ist es aber seitlich. Ne? Nierenmikro, alle gerichteten Mikrofone haben von der Seite keinen Nahbesprechungseffekt.
ja, weil da ist der Kugelanteil nur noch da ist. Und dann zeigt aber mit seinen 20 Zentimetern schön nach oben auf die Klarinette hin drauf. Und genau, und dort wird der Pegel immer stärker. Und so kriege ich die ganze Klarinette wunderbar gleichmäßig abgenommen. Und der Klang kommt wirklich überall raus bei der Klarinette. 3 Kilohertz gehen in die Richtung, 5 Kilohertz in die. Aber so kriegt man die wunderbar gleichmäßig. Unten am Schallloch, furchtbar. Geht gar nicht. Absolut. Ja, nee, super. Ja. Aber das ist ja so ein Thema, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Mix nochmal kommen, meine, das, zumindest in der Klassik gab es, früher war es so, weiß ich noch, war es ja verpönt, den IQ anzufassen. Hat man gesagt, okay, bevor ein IQ, ich sag mal, an einem Mischpult angefasst wird, wechselt man das Mikrofon, beziehungsweise die Mikrofonposition, weil du kannst ja, wie du schon sagst, über Nahbesprechungseffekt näher dran, weiter weg, kannst du ja dein Sound dementsprechend auch wieder verändern, ganz klar, und damit auch ein IQ steuern. Machst du das auch so? Oder bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, wie viel Zeit man hat? Ja, also es ist, für mich ist der Zeitfaktor entscheidend. Und wenn ich eben 120 Mikrofone habe und jedes einzelne jeden Tag beim Soundcheck neu einstelle, wie lange soll denn der Soundcheck dauern? Und deswegen bin ich da immer auf der Suche nach Werkzeug, oh, jetzt regt es aber richtig draußen, nach Werkzeug, was einfach, wo ich dann EQ nicht brauche. Und das ist eben mit den 4099ern oder ganzen DPA-Sachen wunderbar der Fall. Ne? Und der Grundgedanke. Ich habe eine super PA, ich habe super Mikrofone, ich habe super ein Orchester und will einen natürlichen Klang. Warum sollte ich ein EQ anfassen? Ja. Ne? Wenn das irgendwie, irgendeine der Varianten davor, Mikrofonierung, PA, eventuell auch Musiker, stimmt nicht, wenn ich eine EQ da anfassen muss. Ja, stimmt nicht ganz. Ich fasse eine EQ an und zwar für die Tiefenstaffelung. Ja. Für alle Instrumente, die weiter nach hinten gehen, weiter hinten sitzen, nehme ich ein bisschen die Höhen weg und kann so die Instrumente in der Tiefe staffeln. Das kann ich aber alles im Vorfeld schon fertig programmieren. Weil die Kunst ist es nämlich beim Orchester, so einen Soundcheck in 5 Minuten gemacht zu haben. Und wenn ich das einfach kein EQ brauche, geht das ruckzuck. Und das ist, da brauche ich das richtige Werkzeug. Spannend. Genauso ja. Auch wie das Übersprechen von den Clip-Mikrofonen. So ein bisschen Übersprechen ist gesund, macht es lebendig. Ja, und deswegen auch da dieser kleine Abstand, den die haben. So ein bisschen kommt dann doch irgendwie das alles, was auf der Bühne passiert, durch. Und das ist wunderbar, das brauche ich. Super. Also gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Natürlichkeit, nehme ich an, oder macht es ein bisschen runder. Ja. Absolut. Ja, wird nicht so steril. Genau. Ich suche ja auch, deswegen nutze ich ja auch, selbst wenn ich schlecht klingende Bühnen habe, bei klassischen Produktionen, Opern, Hauptmikrofone. Immer Kugeln. Das ist so, nicht wie bei der Aufnahme, jetzt wenn ich in einer wunderbaren Halle bin, wie in Wuppertal, da ist es kein Hauptmikrofon, wo ich den Klang aufbaue. Nein, meinen Klang baue ich live, weil ich habe halt schlecht klingende Hallen. Ich baue meinen Klang mit den ganzen Spot-Mikrofons, Clip-Mikrofons auf. Und benutze dann mein Hauptmikrofon als Kleber. Ja, die verkleben das alles wieder. Und das ist einfach so ein bisschen den Dreck, den gesunden Dreck einsammeln und ein bisschen Icing on the Cake. Ja, super. Ja. Sehr schön. Und sag mal, vielleicht noch ein Thema, mal losgelöst von, sag mal, vom technischen Aspekt oder von jetzt den Mikrofonen. Es geht ja auch darum, gerade wenn du ein großes Orchester hast, stelle ich mir es zumindest schwierig vor, wenn man jetzt eine Band oder einen Künstler betreut, dann hat man direkten Dialog mit einem Künstler. An der Stelle, wenn du jetzt 40 Musiker hast, wie kriegt man da so das Vertrauen der Musiker oder geht das über den Dirigenten oder wenn du zu viel mit dem Dirigenten in Anführungsstrichen kuschelst oder mit dem irgendwie dicke bist, dann sagen die Musiker, oh, auf den haben wir keine Lust oder wie macht man das? Psychologie? Ja, also ich bin kein Psychologe, aber ein bisschen gesunder Menschenverstand ist da. Also es ist, nahezu jedes Orchester hat schlechte Erfahrungen mit Beschallung. Deswegen ist, wenn es dann rausgeht auf den Dienst, der beschallt wird, dann ist sehr häufig die Stimmungslage schon dementsprechend. Okay. So, jetzt stell dir mal die Situation vor. Und das ist auch, wenn du ein Musiker im Studio bist, du spielst und dann kommt irgendwo von hinten auf einmal oder aus dem Lautsprecher erste Geigen. Ja, also das ist, wie willst du da ein Vertrauensverhältnis aufbauen? 50%, ehrlich gesagt, meiner Miete ist, dass ich, wenn ich ein neues Orchester habe, dass ich mich einfach, dass ich das Orchester auf der Bühne begrüße. Ne? Schönen guten Tag, mein Name ist Carsten Kümmel, ich bin Ihr Tonmeister, ich möchte Sie heute auf dieser Bühne begrüßen
Und ein paar Sachen, Worte zum Soundcheck, bitte die Mikrofonständer nicht berühren und bla bla. Einfach so etwas. Dann einfach ganz klassische Verhaltensregeln, wie sobald der Konzertmeister und der Stellvertreter hockt, also erste Geige ganz vorne, hingehen, sich vorstellen, Hand geben. Ja, das macht man für stellvertretend für das ganze Orchester. Sich nicht auf das Podest des Dirigenten stellen, weil das klar, ist so ein bisschen anmaßend. Ja, so Sachen, einfach Leute, Respekt zeigen, ernst nehmen. Ja, genau. Ja. Ja, und ich bin da. Gute Kinderstube. Gute Kinderstube. Und ich mache es auch mit dem ganzen Hintergedanken. Ich nenne es immer eine Aufwärtsspirale kreieren. Mhm. Ja, gibt den Musikern ein Gefühl, dass sie sich gut fühlen, einfach, dass sie gut aufgehoben sind. Dann spielen die besser. Wenn die besser spielen, ist das Publikum, dann macht es mein Leben am FOH leichter. Das Publikum kriegt einen besseren Sound, gibt mehr zurück. Und dann haben wir eine Aufwärtsspirale. Okay. Ja. Lassen. Ja, sehr schön. Ja. Dann vielleicht eine kurze Story noch, die du mal erzählt hattest, weil du hast vorhin schon mal angedeutet, manche Instrumente sind ja doch sehr, sehr teuer. Da hast du da irgendwie so dein Highlight oder weil du sagst, da gibt es spezielle Situationen auch manchmal? Ja, ich hatte die wirklich große Ehre. Letztes Jahr durfte ich Ann-Sophie Mutter beschallen auf ihren ersten jemals beschallten Konzert, also sie hat vorher nie verstärkt gespielt, hier in München auf dem Königsplatz und auch sogar mit den Royal Philharmonics war das und Dave Newman hat dirigiert, also war toll und nur Musik von John Williams, also war großartig. Ihre Geige, als sie das letzte Mal vor 20 Jahren geschätzt wurde, ist laut Hörensagen, wurde mir mitgeteilt, lag die bei 10 Millionen Euro. Wahnsinn. Also, die wird heute dementsprechend mehr wert sein. Und auch Frau Mutter, also ganz toll mit ihr zu arbeiten. Also das war wirklich ein Erlebnis. Und ich meine, das ist die beste Geigerin der Welt gerade. Aber an das Instrument wird. Natürlich haben wir viel Konversation gehabt. Wie gehen wir an die Beschallung dran? Ne? Ja. Und was wir unter anderem benutzt haben, war an ihrem Kleid. An die Geige kommt nichts dran bei dem Wert. Das ist völlig klar. Da ist selbst das sanfteste Material, nein. Haben wir an ihrem Kleid, ein 40-60er hier befestigt. Und ein kleines Lavalier. Genau. War ein bisschen seitlich von der Geige. Ich hatte damit schon auch Jahre vorher mal in einer ähnlichen Situation gute Erfahrungen gesammelt, dass einfach auch hier, das klappt wunderbar, die Geige zeigt da nicht hin, aber es gibt einen schönen, satten Klang. Bei einer Stradivari natürlich gleich 10-mal. Mhm. Und das war spannend. Hat Spaß gemacht. Klasse, also tolle Erlebnisse, ja. Ja. Kann ich mir vorstellen. Wir wollten noch meine erste Story mit DPA, wollten wir eigentlich noch erzählen, oder? Achso, da sind wir jetzt ja schon. Okay, stimmt. Ja. Das war doch irgendwie zu Brüll- und Kehrzeiten, glaube ich sogar. Das oder? War noch zu Brüll- und Kehrzeiten, während ich studiert hatte. Im Studium hatten wir die 4006er B&Ks damals noch. Ja. Sogar in der Variante nicht mit 48 Volt, sondern mit 120 oder 125 Volt Speisespannung. Und es gab so zwei unterschiedliche Kapseln, eben für Fernfeld und für Nahfeld. Mhm. Und seitdem merke ich mir immer, dunkel klingt hell, hell klingt dunkel. Ja. Sehr gut. Und da war ein Student, der auch diese Wechselkapseln gesehen hat. Und wenn du aufschraubst, hast du ja sofort die Membran da. Ne? Genau. Genau, und der eine Student kam dann, ich habe die Nutella-Folie entfernt. Einmal, das war es damals, 6.000 D-Mark oder sowas damals, das Mikrofon, aber. Okay, so fing es an. So fing es an. Sehr schön, genau. Ja, klasse. Ich glaube, wir sind fast so am Ende, weil wir von der Zeit gibt mal gucken, ob es war noch eine Frage zur nur generell, Martin schreibt, toller Talk, toller Trick mit der Abnahme der Bratschen, gerne noch ein paar Worte zur Hauptmikrofonie, ich weiß nicht, ob wir da noch kurz ein bisschen, zwei Minuten noch mal kurz ein bisschen was zu erzählen können. Ich habe da auch das Glück gehabt, dass ich sehr viel herum experimentieren konnte. Und das heißt, ich habe mit XY, AB und auch mit einem sehr netten Kollegen, dem Tonmeister von Wladimir Gergiev, also Wladimir Ryabenka aus St. Petersburg, sehr viel philosophieren dürfen. Und ich kam eine Zeit lang raus beim Decca-Tri. Mhm. Und der Decca-Tri, wenn man in Surround mischt, macht das ja auch Sinn. Bei mir aber immer, irgendwann kam so, was macht eigentlich diese Mitte?
Und ja, die Mitte macht eigentlich, ich summiere die auf beiden Lautsprechern, dort hängt die, ist sie aufsummiert mit linken und rechten Anteil. Nee, macht für mich keinen Sinn. Und jetzt gibt es aber noch den erweiterten Decca-Tree, also Fukada heißt er, glaube ich. Das ist nochmal ein Decca-Tree, der nochmal seitlich nochmal zwei Kugeln hat. Und da bin ich bei rausgekommen und habe dann irgendwann die Mitte weggelassen. Also mehr oder weniger sind über den ersten, über den Geigen, so ein bisschen schon rein ins Orchester, vier Kugeln. In einer Linie vier Kugeln gehängt. Und mit der Höhe, wenn ich noch die Möglichkeit habe, es einzustellen, kann man so ein bisschen den Anteil Streicher zu Blech noch bestimmen. Und das ist so das, wo ich gerade herumspiele, ja, wo ich rausgekommen bin. Das ist so meine Variante für die Hauptmikrofonierung. Okay, klasse. Sehr schön. Ja, super. Ansonsten, wenn noch Fragen sind, kann man die vielleicht auch im Chat platzieren und dann gucken wir uns auf jeden Fall noch an und beantworten. Sehr gerne. Ich habe noch, hab noch eine letzte Frage, das habe ich irgendwie die anderen Talkgäste auch gefragt. Wenn du jetzt mal noch irgendwie, gibt es noch Träume, Wünsche jetzt mal so jobmäßig gesehen, also dass du sagst, ich würde gern vielleicht ganz weg von der Klassik oder ich hätte gern ein bestimmtes Orchester, einen Dirigenten, eine Produktion oder irgendwie, hast du Wünsche, wo du sagst, da will ich gerne noch mal hin? Ich würde gern Hubschrauberpilot werden. Das ist ja auch schön. Genau. Nein, ich, also ja sicher, größer, weiter und noch toller geht immer. Da muss ich aber sagen, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt und ich habe wirklich tolle, große Produktionen. Und aber was sind die schönsten Produktionen? Das sind manchmal gar nicht die. Die schönsten Produktionen, letztes Jahr war ich mit Marc Seibert auf Tournee, haben wir so 400er-Seele gespielt und das war so back to the roots, schauen, was da ist und das benutzen wir an Technik. Das hat Spaß gemacht. Also diese sehr familiären Sachen, wo man eben nicht Musiker, Techniker, Tonmeister, so irgendetwas dazwischen, nee, wo man da steht als Freunde. Und das macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß und wo einfach weniger Politik ist. Ist nicht bei allen großen, ja, ist nicht bei allen großen Produktionen Politik, das will ich damit nicht sagen, aber es ist klar, wenn du mit zig Sattelschleppern, Nightlinern unterwegs bist, also, wo soll das Persönliche da bleiben? Genau, wenn die Blase einfach kleiner ist. Genau. So. Sag mal, es gibt große, schöne Sachen, also jetzt auch mein Konzert in Peking in der Verbotenen Stadt oder an Sophie Mutter. Natürlich, das sind Highlights, die feiere ich, das ist klar. Ja. Logisch, ne? Aber wohin? Lohengrin-Overtüre, die habe ich noch nie gemischt. Die würde ich gerne mal mischen. Okay, ja, dann haben wir doch was gefunden. Ja. Klasse. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute und ich hoffe, wir sehen uns bald in München entweder mal oder wenn du hier in der Gegend bist, ich bin ja auch im Rhein-Main-Gebiet, dann mal hier, dann gebe ich dir hier aus. Sehr, sehr gerne. Wunderbar. Da komme ich doch aber auf alle Fälle zurück. Ja. Okay, super. Komm gut durch die Zeit, alles Gute, bleib gesund und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Auch vielen Dank. Thank you, Jared. Okay, thanks. Bye-bye.